Besuchen Sie die Frühlings- und Osterausstellung im Meuerhof in Aschau am Inn noch bis kurz nach Ostern. Die Öffnungszeiten sind wie folgt. Dienstag bis Freitag von 12 bis 20 Uhr und am Samstag hat das Café bereits ab 9 Uhr geöffnet, der Laden dann von 10 bis 20 Uhr. Profitieren Sie aus über 20 Jahren Erfahrung, 365 Tage im Jahr, von 0 bis 24 Uhr. www.zustellexpress.at. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen aus dem Neuöttinger Rathaus. Hier sehen Sie hinter mir einen vollen Saal, denn es ist eine Informationsveranstaltung am Laufen rund um das Thema Windräder im Oettinger Forst. Wir sind für Sie dabei und geben Ihnen die Meinungen und Stimmen aus diesem Abend. Das Streitthema Windkraft lässt den Landkreis Altötting nicht los. Am 7. März fand im Neuöttinger Stadtsaal eine Informationsveranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger Neuöttings und natürlich des gesamten Landkreises statt. Eine Informationsveranstaltung zum geplanten Windpark im Oettinger Forst. Der Abend wurde in zwei Teile aufgeteilt. So wurden zunächst in einem Informationsteil der Zustand des Oettinger Forsts besprochen und im zweiten Teil die Grundlagen des deutschen Stromnetzes und Stromerzeugung im Allgemeinen erklärt. Ferdinand Holzleitner zum Zweck des Abends. Wir haben mit dem Termin heute vor, dass wir die Leute ein bisschen aufklären, was aus dem ganzen angeblichen Prestigeprojekt vom Herrn Söder, Windpark Altötting Burghauser Forst wert, was die Fakten sind, was wirklich dahinter steckt, und das möchten wir heute die interessierten Bürger nahe bringen. Und ihr macht das alle ehrenamtlich. Ihr seid einfach Bürger und Bürgerinnen aus dem Landkreis, die sich engagieren, dass wir alle aufgeklärt werden. Ja, das ist ganz einfach so. Wir sind ein paar Leute aus Neiding und Alzgern, die sich vor ein paar Wochen zusammengefunden haben, weil das Thema Mehring ist ja durch die Gazetten gegangen. Dann haben wir gesagt, wir möchten für Neiding auch sowas in die Wege leiten. Und Neiding ist ja, glaube ich, von den meisten Windrallen betroffen, wenn ich richtig informiert bin, ca. 15 Stück. Hauptsächlich auf Alzgerner Gebiet. Und da müssen wir sagen, das möchten wir einfach verhindern, weil es keinen Sinn macht aus unserer Sicht. Der Neuöttinger Stadtsaal reichte bei weitem nicht aus für die vielen Besucher. Aufgrund des Andrangs musste der Raum jedoch geschlossen gehalten bleiben. Die später erschienenen Gäste konnten jedoch im blauen Saal Platz nehmen oder stehen an den Tresen und den Stehtischen und den Vortrag als Übertragung hören. Die Organisatoren waren vom großen Andrang der Bevölkerung überrascht. Nach aktuellen Planungen sollen bis zu 15 Windkraftanlagen alleine hier gebaut werden. Für die Gruppe hielt zunächst Daniel, Elektromeister aus Burghausen, einen Vortrag zu Rahmendaten über den Oettinger Forst. Er zeigte unter anderem auf, dass der oft als, Zitat, kaputte, kranke Wald im Oettinger Forst mitnichten ausschließlich aus mehrheitlich Fichten bestünde. Die Besucherinnen und Besucher lernten in seinem Vortrag Auszüge aus dem Bayerischen Waldgesetz kennen, nicht nur die Zusammensetzung des hiesigen Waldes, sondern auch zeigte er die Berechnungen zur Belastung des Waldes während der Bauphase der Windkraftanlagen. Es schloss sich hieran ein Vortrag von Stefan Spiegelsberger von Autor Chiemgau an. Er ging insbesondere auf die Grundlagen des deutschen Stromnetzes ein und brachte dem Publikum Grundbegriffe zur Stromerzeugung näher. Nach Beendigung der Vorträge wurde eine Fragerunde mit dem Publikum begonnen. Die Diskussion war teils sehr hitzig und es ging vor allem in Fragestellungen rund um Klimawandel und Atomstrom heftigst zur Sache. Es gab Applaus aus beiden Seiten, sowohl aus dem Lager der Befürworter der Windkraftanlagen als auch seitens der Befürworter der Walderhaltung. Die Bürgerinnen und Bürger zeigten mit ihrem starken Interesse, vor allem in der Diskussion, dass es deutlich zu wenig Informationen über das Thema der Windkraftanlagen gibt. Die wenigen Informationen, die fließen, kommen für die Bevölkerung deutlich zu spät. So ist der große Widerstand gegen das Megaprojekt der Staatsregierung nicht verwunderlich. Die Veranstaltung war gleichzeitig die Gründungsveranstaltung für die Vereinigung der Neuöttinger und Altgerner Waldfreunde. Ihnen ist wichtig, dass Windkraft selbstverständlich einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Allerdings argumentieren Sie gegen die Errichtung von Windkraftanlagen in windarmen Gebieten, so der Oettinger Staatsforst. Stefan Spiegelsberger und sein Eindruck von der Veranstaltung in Neuötting.
Es war sehr interessant für mich, weil es waren ja wirklich beide Seiten heute vertreten. Das hat man gemerkt, weil wir haben die geklatscht, einmal die. Und von dem her, ich habe halt ein paar Fakten dazu gebracht. Ich habe vielleicht mit dem einen oder anderen Mythos aufgeräumt und hoffe, dass ich dann auch mein Schärflein dazu beigetragen habe, weil ich bin halt kein Freund von Windrädern im Wald, muss man einfach mal so sagen. Auch das Publikum war positiv überrascht vom Abend. So Maria Leitner findet sich gut informiert durch diese Veranstaltung. Und dadurch, dass ja die Solar- oder Windkraft eher so einen Flatterstrom produzieren, in der Nacht gibt es kein Solar, bei Wind, ohne Wind gibt es keine Windkraft, da muss ja immer noch aktiv ein anderes Kraftwerk eingesetzt werden, damit der Strom in diese stabile Lage gehalten wird. Helmut Eibelsgruber aus Mittling, Alzgern, ist von der Herangehensweise der Lokalpolitik nicht überzeugt. Energieminister Aiwanger jedoch rechnet er das Interesse an der Region hoch an. Also er ist auf jeden Fall zu mir gekommen und war aber sogar, muss man dazu sagen, im Vorfall, bevor er zu mir gekommen ist, war er auch noch in Schützing. Also die sind, haben einen Abstecher auf Schützing gemacht, weil nämlich ein Sprecher oder eine Rednerin auf der Bürgerversammlung, die war von Schützing und die hat auch gesagt, wie ist das mit den Lichtern und so weiter, weil in Schützing gibt es nicht einmal Straßenlaternen. Und da haben sie was ausgemacht und dann ist die ganze Delegation zuerst auf Schützing gefahren und dann haben sie zu mir gekommen und dann haben wir uns das da bei mir vor Ort angeschaut. Und der Aiwanger war eigentlich ganz überrascht, wie idyllisch das bei uns ist. Das heißt, so Pro und Contra, dieses große Projekt Windräder im Oettinger Forst, ja, hat, sieht man dann doch, wenn die Politik sich dann wirklich Zeit nehmen kann, dass sie auch noch kommen. Auf jeden Fall, und das muss ein Herr Aiwanger hoch anrechnen, dass er auch einmal zu den Bürgern kommt. Das war eigentlich, das hätte viel, viel früher schon passieren sollen, dass man die Bürger an die Hand nimmt und sagt, wie es ist, was sie planen und so weiter. Und nicht erst im Nachhinein dann Schadensbegrenzung versuchen zu machen. Aber trotzdem, der Herr Aiwanger ist zu mir allein heimgekommen. Also da war es uns keiner. Es sind halt ein paar von Alzgern, zwei Leute haben noch da gewesen, weil die waren auch auf der Bürgerversammlung. Die sind natürlich auch noch zu mir gekommen. Aber er ist eigentlich nur zu mir gekommen und nicht auf so eine große Veranstaltung. Im Ergebnis ist es abzusehen, dass die Neuöttinger im geplanten Bürgerbegehren wohl gegen die Errichtung der Windkraftanlagen stimmen werden. Windkraft, so findet es sich auf der PNP-Titelseite am 8. März, löse Kohle als wichtigste Stromquelle in Deutschland ab. Die Frage für die Bevölkerung im Landkreis Altötting ist allerdings weiterhin, ob sich dieser massive Eingriff in die heimische Natur für sie als positiv entwickeln kann oder ob die Menschen zusätzlich weiter gespalten werden. Profitieren Sie aus über 20 Jahren Erfahrung, 365 Tage im Jahr von 0 bis 24 Uhr. www.zustellexpress.at. Besuchen Sie die Frühlings- und Osterausstellung im Meuerhof in Aschau am Inn noch bis kurz nach Ostern. Die Öffnungszeiten sind wie folgt: Dienstag bis Freitag von 12 bis 20 Uhr. Und am Samstag hat das Café bereits ab 9 Uhr geöffnet, der Laden dann von 10 bis 20 Uhr.